Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Heute geht's endlich weiter mit dem Frästisch und wir werden ihn zu Ende bauen. Darauf freue ich mich echt, bin schon echt ganz gespannt. Ich habe jetzt die Teile, die gefehlt haben, alle. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los. Aber eine Sache noch, und zwar müssen wir noch das Rätsel auflösen. Und zwar, es ist eine Schultafel oder es ist das Profil von einer Schultafel. Für die Leute, die eventuell schon mal auf meiner Homepage gewesen sind und auch auf meine Werkstatt. Ich glaube, das erste Bild, da kann man sogar eine Schultafel sehen, die hängt hier hinten an der Wand. Ich glaube, das Profil ist zwar von einem anderen Modell, aber gut, okay. Aber wie gesagt, ihr habt recht. Der erste war auf alle Fälle Lars V. Danach war CBL Shoppers, Workshop and Bike Garage. Und alle guten Dinge sind drei. Und zwar Joachim Müller, der bekommt auch noch eine Kleinigkeit. Die ersten beiden, was ich versprochen hatte, die kriegen, wie gesagt, ein Überraschungspaket. Und Joachim Müller bekommt auch noch eine Kleinigkeit. So als Trostpreis, sage ich jetzt mal. An euch drei, bitte schreibt mir mal unten, ich blende euch eine E-Mail-Adresse jetzt hier unten ein und schreibt mir bitte eure Kontaktdaten, also beziehungsweise Adresse und euren Namen. Und dann schicke ich euch das in der nächsten Woche irgendwann los. Ich werde es nicht gleich Montag oder Dienstag schaffen, aber auf alle Fälle nächste Woche geht es nach raus. Ob es denn Donnerstag ist oder ob es Mittwoch oder Donnerstag, Freitag ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es geht auf alle Fälle nächste Woche dann raus. Gut, ich würde sagen, genug gequatscht und wir starten jetzt einfach mit dem Frästisch weiter. Ja, so habe ich das jetzt erstmal gemacht. Ich habe den jetzt erstmal auf die Rollen hier gesetzt. Kann die hier vorne festmachen. Und dann ist er auch erstmal so weit fest. Vielleicht werde ich entweder mal ein paar größere Rollen noch mit dran machen. Aber wie gesagt, dieses ständige Hin und Her mit dem Hubwagen hier, das ist einfach noch stressiger als alles andere. Obwohl meine Werkbank ja mobil ist, ich sie ja einfach beiseite schieben kann. Die verlinke ich euch oben mal. Aber wie gesagt, das ist eben trotzdem, muss das Ding ja jedes Mal mit dem Hubwagen durch die Gegend gefahren werden. Und das ist einfach nervig. Also machen wir das erstmal so. Und irgendwann werde ich mir definitiv was ganz anderes einfallen lassen. Da kommen dann richtige Füße drunter. Und eventuell an den Seiten so eine kleine Hebelvorrichtung, damit ich da Rollen drunter hebeln kann und ihn dann durch die Gegend fahren kann. Ja, hier nochmal ein kurzer Ausschnitt zu den Schubläden. Jetzt werde ich nochmal kurz die kleinen Schubläden zusammenleimen und danach auch verschrauben. Leider muss ich später die mittlere Schraube wieder rausnehmen. Dazu sage ich dann aber gleich was, wenn es soweit ist. Wir sind jetzt mal eine Etage tiefer. Ich habe jetzt soweit alles schon mal markiert. Die hinteren Löcher noch nicht, aber jetzt erstmal hier die vorderen. Die anderen mache ich danach. Die mache ich dann aber von der anderen Seite aus. Deswegen habe ich auch die Rückwand weggelassen. Wir werden jetzt die Schienen an den Schubladen festschrauben. Aber ihr müsst auf alle Fälle dran denken, dass wir ja hier 5 mm knapp weggenommen haben. Und wir ja jetzt auf alle Fälle keine 16er Schrauben nehmen können, weil sonst bohren wir einmal durch. Ich habe jetzt noch 12er, ich hoffe, das hält auch. Ich denke, das wird auch halten. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht noch mal ein paar kurze Worte zu dem ganzen Einlassen der Auszüge. Wie gesagt, ich habe leider erst andere geplant, habe die aber wieder umgeplant und habe die aber nicht die Schubladenlänge angepasst und somit hat das alles nicht hingehauen. Jetzt werden wir mit einem ganz kleinen Bohrer überall so ein ganz kleines bisschen vorbohren. Das erleichtert einfach später das Festschrauben.
So, die Auszüge sind jetzt überall schon mal dran. Jetzt werden wir noch die Schubladen vorbereiten. Und ja, und dann bauen wir natürlich jetzt noch die Tür ein. Oder machen wir die Tür als erstes und dann die Schubladen? Ach, wir machen jetzt erstmal die Tür. Ich habe euch jetzt noch mal kurz ein Stückchen weiter weggeholt. Und zwar, hier kommt ja die Tür hin. Also, sprich, das Teilchen. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht ihr sie so lang auf oder macht ihr sie so lang auf? Geht gerade nichts. So. Oder macht ihr sie eben so lang auf? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was macht ihr nun? Das hängt dann, oder das hängt ganz von euch ab. Als Beispiel, mal kurz unterstellen, ich bin Linkspatsch. Das heißt, ich würde wahrscheinlich immer mit der linken Hand arbeiten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier die Tür habe, dann würde ich ja immer irgendwie so arbeiten. Also letztendlich irgendwie immer ein bisschen unbequem. Ich hoffe, ihr könnt jetzt was sehen. Wenn ich die Tür aber hier habe, also die Topfbänder hier habe und die Tür nach so lang aufgeht, kann ich ja hier ohne Probleme arbeiten, weil ich kann mit der linken Hand einfach das machen, was ich möchte. Und das müsst ihr dann bei euch natürlich anpassen, so wie ihr das haben wollt. Ob ihr die Tür nun links oder rechts hin macht, ist völlig egal. Das Prinzip ist das gleiche. Ich werde euch jetzt zeigen, natürlich werde ich die auf die Seite machen und das werde ich euch jetzt zeigen. Und wie gesagt, wenn ihr die auf der anderen Seite haben wollt, ist genau das gleiche, nur dass ihr die eben auf der anderen Seite festschraubt. So, jetzt könnt ihr mit der Bohrschablone hier auch echt super nachgucken, ob ihr auch wirklich gut gebohrt habt. Und zwar, bisschen dreckig, ihr könnt, also ihr habt das ja auf der Seite, habt ihr das ja markiert. Ja, habt es ja angezeichnet und jetzt, Gott, so rum, dreht ihr das einfach rum. Also einmal hier für das 37er Abstand und 32 bleibt ja immer gleich. Und wenn ihr das gut gebohrt habt, dann passt das hier einwandfrei rein, ohne dass es irgendwie auf Spannung ist oder sonst irgendwas. Machen wir das hier oben auch noch. Das ist der Dreck noch vom Bohrloch. Und hier ist es ganz genauso. Es ist nicht auf Spannung und oder sonst irgendetwas, ja. So, und jetzt müssen wir die Tür ranhalten. Und zwar, die hat hier oben einen Abstand von 1 mm. Da habe ich mir so eine Glasklötzchen besorgt. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Und die legen wir jetzt hier einfach zwischen. So. Dann nehmen wir die Tür. Natürlich richtig rum. Das ist außen, das ist innen. So. Setzen die jetzt da oben dran. Natürlich setzen wir den hier wieder rein. Hier muss natürlich der Abstand sein. Also ist natürlich jetzt ein bisschen doof durch das Ding, weil es im Weg ist. Aber es lässt sich jetzt leider nicht mehr vermeiden, weil ich habe es jetzt schon dran und es bleibt jetzt auch dran. Daher ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen freaky. Ich schraube es kurz ab. So, jetzt machen wir das so. Jetzt haben wir den Abstand, den wir hier brauchen und den Abstand nach oben hin. Ja, und dadurch, dass das ja hier drinnen sitzt, brauchen wir jetzt nur noch natürlich den Bleistift. So, und markieren uns jetzt hier das Loch. Das gleiche Spiel machen wir jetzt natürlich unten auch noch. So. Und jetzt haben wir einmal da den Punkt und einmal da den Punkt. Ja, eine Sache natürlich noch, ganz wichtig. Ihr müsst euch die Tiefe einstellen, nicht, dass ihr denn zu tief bohrt. Ja. Wir haben hier sowieso nur 15 mm, das ist sowieso schon kritisch, ja, durch diesen Zentrierpunkt hier. Ja. Ich habe jetzt hier meinen 35 mm Forstner Bohrer von Firma Pharmac eingespannt. Wie gesagt, ich finde die Dinger saugeil. Und ja, damit bohren wir jetzt einfach mal das Loch. Leider können wir nicht komplett durchbohren,
Und zwar brauchen wir so ein ohne Zentrierspritze und können dann die letzten Millimeter bohren. Jetzt seht ihr, dass das Teil, also das Topfband, passt hier eben rein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Weg beim Anbauen. Ich versuche es mal nicht im Weg zu sein. Und wie gesagt, man kann die ja natürlich noch verstellen. Oh, ich sehe nichts. Man kann die natürlich noch verstellen, falls eben nicht hundertprozentig alles passt. Also hier haben wir immer noch unseren Millimeter. Und ja, fast. Ja, hier ist ein bisschen zu eng, aber das stelle ich alles noch ein, wenn es wirklich komplett fertig ist. Da ist er ein bisschen eng. Aber wie gesagt, das stelle ich noch ein, das ist nicht das Problem. Das sind jetzt natürlich, wie man gesehen hat, gedämpfte. Ob das hier in diesem Fall Sinn macht, weiß ich noch nicht, weil ich sag mal, ich will hier schnell ran, irgendwas machen und mache dann zu und will, dass es eigentlich zu ist. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen drücken, damit es schneller geht und ich weitermachen kann. Ob ich die vielleicht nochmal auswechsel, weiß ich nicht. Und ich habe die eigentlich für woanders geplant. Deswegen sind die jetzt hier eigentlich drin. Aber da ich keine hatte mit Mittelanschlag, habe ich die jetzt erstmal genommen. Das habe ich jetzt soweit ausgerechnet. Hier habe ich, wie gesagt, die 2 mm und hier oben die 1 mm. Jetzt nehmen wir kurz die Stück raus, damit ich hier drunter fassen kann. Weil hier kann ich es ja noch von der Seite machen. Jetzt halte ich die einfach, jetzt klemme ich die einfach fest. Ziehe sie raus. Ja, das mit dem Festhalten und dann mit dem Festklemmen hat sich ganz gut gemacht. Hab dann alle Blenden mit 3 Schrauben festgeschraubt. Und ja, und dann habe ich eben nach und nach immer weiter gemacht und habe mich von oben nach unten gearbeitet. Immer mit diesen Verglasungsklötzchen. Wie gesagt, ich verlinke euch die unten. Und die letzten Schubläden habe ich leider nicht aufgenommen. Habe ich ja leider vergessen. Wie gesagt, deswegen habe ich hinten die Rückwand abgelassen, weil ich dann eben von hinten gegendrücken konnte. Steht das gute Stück nun und ich bin echt total zufrieden damit. Genau so habe ich ihn mir auch vorgestellt. Eine Sache muss ich aber unbedingt noch erwähnen, und zwar ohne die Firma Sotec. Ich verlinke euch unten mal die Auszüge, ja. Ohne die hätte ich diesen Frästisch gar nicht zu Ende bauen können, weil die haben mir die kompletten Auszüge für diesen Frästisch gesponsert und noch weitere Auszüge, aber dazu kommen wir dann später, wenn es soweit ist. Die Auszüge sind wirklich richtig gut, also ich habe jetzt natürlich keine Griffe dran. Ich kann, wie gesagt, die komplette Schublade eben schön aufmachen und kann wirklich überall reingreifen, auch hier hinten in der Ecke noch. Und wenn ich fertig bin, schmeiße ich das Ding einfach zu, soft close und Ruhe ist und fertig ist. Kein Geknalle und kein Geschepper, ja. Und echt, wie gesagt, vor allen Dingen auch, ich kann ja mal die unten aufmachen, es geht natürlich auch ganz leicht, ja. Also, das ist, ja, ich bin echt total zufrieden, ja. Und, jo, ich hoffe, euch gefällt das auch. Ich habe noch eine kleine Sache, und zwar zum Thema nächstes Video. Im nächsten Video werde ich ja komplett auf die Oberfräse eingehen. Und was man eben zu beachten hat, was man umbauen muss, wenn man sie jetzt handgeführt oder beziehungsweise jetzt im Frästisch drin hat. Generelle Sachen, die man beachten sollte. Generell auch wegen dem Sicherheitsschalter kommen natürlich auch so Kleinigkeiten dazu. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen anderen Sicherheitsschalter, also diese festverbauten, die man so irgendwo ranschrauben kann, verlinke ich euch unten auch. Und wie gesagt, das gibt es natürlich auch, aber da gibt es eben auch so 2, 3 Kleinigkeiten zu beachten. Und da werde ich, wie gesagt, alles im nächsten Video drauf eingehen. Ich werde euch die ganze Maschine vorstellen. Aber falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten gerne rein. Einfach Hashtag Frage und dann kann ich es eben rausfiltern. Und im nächsten Teil
für die Maschine denn, oder nicht für die Maschine, im nächsten Teil auf die Frage eben genau eingehen. Und ja, das soll es erstmal auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kriege einen Daumen hoch von euch. Und klar, über Kommentare freue ich mich natürlich generell. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, der sollte das mal tun, weil es kostet erstens nichts und zweitens seid ihr dann immer auf dem aktuellen Stand beziehungsweise werdet eben auch benachrichtigt, wenn es ein neues Video online kommt. Ja, was gibt es noch großartig zu sagen, außer ich wünsche ein schönes Restwochenende. Ciao!